Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur Folge 41, Odyssey im Auftrag des Königs. Yep, es ist sehr still hier auf dieser Insel, außer dass ich Wölfe höre und Blutfliegen summen. Nein, es sind ja keine Blutfliegen, es sind ja giftige Fliegen, also Giftfliegen, kleine Giftfliegen. Aber bevor ich die Giftfliegen erledige, möchte ich doch ganz gerne meinen Hunger erledigen. Wahrscheinlich hört er, dass ich jetzt ein bisschen anders rede. Ich rede ein bisschen gedämpfter. Ich probiere das jetzt mal aus. Und naja, bis auf eine Person. Nee, ich will nicht weiterreden. ich würde mich schon interessieren. Ich mache öfter irgendwelche Aufrufe, so von wegen Brett vorm Kopf hier, ne? Nee, wie euch die Folge gefallen hat. Ich kriege viele Daumen. Da ist doch wieder eine Blutfliege, die ich nicht will. Das heißt also, schnell mal eben einen Bogen ziehen und die Giftfliege. Wow. Ich wurde getroffen. Da ist nicht zu holen. Ich wurde getroffen von dieser Giftfliege. Genau, in der letzten Folge habe ich ja gefragt, was es mit der Giftfliege auf sich hat. Ob die noch giftiger wird oder ein paar Pilzchen essen. Oder ob das nur ein Name ist. Ein wilder Wolf. Aber ich will erst nochmal die zweite. Ich meine zwei gesehen zu haben. Oder auch nicht. Dann hat sie wahrscheinlich einen anderen Weg genommen. Na, du gehst doch gut ab. Ja, wie schon gesagt, meine Stimme habe ich ein bisschen gedämpft, hey, ein Baumstamm. Weil ich mal denke, dass es ein bisschen angenehmer ist. Bin auch nicht so der Fan von Schreien und Krawallieren im während des Let's Plays. Und es passt auch gerade nicht zu diesem Spiel hier, weil es ist ruhig. Gerade wenn ich hier auf der Jagd bin, sollte ich doch mal auch ruhig sein. Vor allem, wenn ich hier dieses ehrfürchtige Symbol sehe. Wonach sieht das aus? Also für mich sieht das aus wie ein abgetrenntes Bein, was irgendwie sich so in der Öffnung hält. Naja, gut. Ja. Da ist nicht zu holen. Ja, ich hab dich doch schon gehäutet. Jetzt gehen wir weiter. Ich habe ja so eine Abzweigung genommen. Die da hinten mündet. Müsste doch hier münden. Jawohl. Bin ja hier von der Seite gekommen. Und da ist nicht zu holen. Der Goblin-Pirat lebt hier noch. Liegt hier noch. Aber hier ist doch noch was. Hier sehe ich was wie ein Säbel. Oh ne. Jetzt müssen wir hier hoch, bevor ich das mache. Oh shit, der hat mich schon. Ach, das ist ein Dachs. Dann. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Fehler gemacht. Und zwar sollte ich vorher mal abspeichern. Ja, den Dachs können wir doch auch klug, glaube ich, mit dem Säbelchen erledigen. Lustig. Kommt doch hier so hoch. Geht doch. Alles. Da sind gleich zwei. Oh, nee. Da sind gleich drei. Das heißt, Fernkampfwaffe. Na, wenn ich das so sehe, Dachse wurden im Mittelalter auch Dachse gegessen. Die trauen sich jetzt nicht. Naja, wieso nicht? Dann werden wir sie von hier aus erledigen. Jo. Ups. Das war nicht so pralle. Ich bleib da noch hängen. Ah, ich bleib hier hängen. So. Mhm. Immer schön Abstand halten. Jawohl.
Schuss. Und getroffen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann ich die denn jetzt häuten oder sowas? Komme ich da ran? Okay, den einen habe ich. Jetzt brauchen wir noch den anderen. Nicht zu holen. Das ist er. Ja, hat doch geklappt. So. Dann den dritten hier von der Bunde. Von der Runde. Und Heilpflanze wieder gefunden. Na, das ist doch schön. Wie wär's dann mit dem Feuernesseln? Ich brauche die noch unbedingt für meinen Schiffsmagier. Eine schwebende Heilwurzel. Ja, hier gibt's lustige Sachen. Gestrüpp. Ja, und ein Baumstamm, was sehr wichtig ist. Und was noch so als Nebeninfo euch noch mitteilen möchte, ist, außer dass ich jetzt ein bisschen gedämpfter spreche, welches zu diesem Spiel und auch hier zu der Expedition auch wunderbar passt. Geht's da hinten weiter? Muss ich mal eben kurz die Ego-Perspektive einnehmen. Ist, dass ich, also jetzt zur Nebeninfo gesprochen, ist, dass ich jetzt hier völlig anders auf... Da war was. Ich werde immer unterbrochen, wenn ich meine Sachen erzählen will. Hier dachte ich, wäre etwas gewesen in Weiß. Mal beim Schnitt angucken. Und wo wir schon gerade beim Schnitt sind und mit dieser neuen Information, ich nehme ganz anders auf jetzt. Natürlich mit OBS, aber in einer völlig anderen, in einem völlig anderen Verfahren, mit einer völlig anderen Verfahrensweise. Die habe ich in einem netten, jung gebliebenen, naja, was heißt jung geblieben, aber in einem netten, jungen Forum aufgeschnappt. Und und da ist ein Wolf. Vorher mal abspeichern. Mit OBS. Shit. Ja, man kommt einfach nicht zum Reden. Ja. Die hat mich natürlich schon gewittert, als ich abgespeichert habe. Was heißt also, dass ich mal noch mehr Entfernung machen sollte? Und dann mal sicherheitshalber nochmal abspeichern. Wie schon gesagt, bei OBS ist es so, dass ich nämlich mit CBR aufgenommen habe in einer konstanten Bitrate, weil ich habe mich nie so richtig mit OBS beschäftigt. Und in diesem jungen Forum habe ich ein bisschen nachgelesen und bin jetzt auf eine andere Geschichte umgestiegen, und zwar auf diese Constant Quantizing Rate, also die CPQ oder CQP Rate. Ja, und habe ein bisschen rumgetestet und die Faktoren ausprobiert, und ich laufe mit diesem eingestellten Faktor wohl ganz gut. So, das ist ein wilder Wolf. Bitte sterbe schnell. Du sollst nicht deinen Kumpel holen. Nein, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also sind es schon mal zwei. Ja, Mampfen, Popampfen. Was haben wir denn eigentlich hier? Hier haben wir Wacholder, das ist Schnaps. Naja, das ist nicht so pralle. Jetzt gleich hier um diese Zeit Schnaps zu trinken. Ja, noch ein paar Waldbeeren. Hier habe ich Goblinbeeren, die geben mir noch Geschick. Jetzt möchte ich die aber nicht verbrauchen und einfach so sinnlos in mich reinfuttern. Ich möchte da permanent Tränke von brauen. Was sind also eigentlich hier? Weidenbeere, ups, Weidenbeere, auch schön. Ja, dann machen wir mal noch eine andere Stelle. Das sind zwei Wölfen, die auf mich lauern. Wolfgang und Wolfgina. Ich sehe schon, das wird nichts. Ich verballer doch nur Pfeile. Ich sollte doch sowas nicht sagen. Ich sollte doch sowas nicht sagen, Mensch.
Dass es nichts wird, dann wird's was. Na? Goblin Pirat, okay. Aber wo ist der andere Wolf? Das ist lustig. Bei jedem Safe Game gibt's keinen Wolf mehr. Heiland Sakrament. Also, deswegen rede ich auch ein bisschen leiser, damit uns der Goblin-Pirat nicht hört. Schauen wir mal, wie er ausgestattet ist oder ausgerüstet ist. Was bringen mir die Weidenbeeren? Nur 5 Lebensenergie. Snabberkraut. Ach so, da kann ich also mit flüchten. Kronstöckel, oder habe ich schon mal 4? Das ist doch nett. Heilwurzel, Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel. Nee, da gehe ich noch nicht ran, weil ich jetzt nicht genau weiß. Ach ja, Feuerwurzel. Ja, ausgewogenes Essen ist wichtig, ich weiß. So. Und schon wieder abspeichern. Ich mach's aber schnell. Goblin Pirat. Ist das nur einer? Das sieht so aus. Hoffentlich kann ich den gut erledigen. Okay. Zack, sind gleich 2. Hatte ich die denn auf der Insel, als ich hier ankomme, nicht auch welche? Ja. Wir sind 3. Und bevor ich hier einstecke, stecke ich lieber meinen und laufe in die Sackgasse. Ja, Kadusch, da liegt ne. Oh, im Baum. Aber dafür fliegen die Gobos hinterher, oder wie war das? Und da unten dreht sich wieder jemand in Kreise. Okay. Wo war ich denn? Ja, hier war ich. Ah, ein bisschen Musik gibt's wieder. Erstmal gucken. Was könnte ich denn nehmen? Ich habe nur noch 85 Pfeile. Gibt es denn irgendwelche Globalsprüche, die ich nehmen könnte? Damit die Gobos. Verwandlung Blutfliege bringt mir nichts. Irgendwas. Ah, ein großer Feuersturm, den kann ich natürlich nicht anlegen. Heiliger Pfeil, Geysir, das bringt nur einem was. Was haben wir denn hier? Nichts Besonderes. Hier noch. Was sind das? Feuerpfeil. Ob das die Gobos stört? Ich glaube, das probieren wir mal aus. Wer ist denn näher dran? Jawohl. Ach ja, in Magie bin ich nicht gut. Möchte ganz gerne diese Area hier cleanen. Ja, also sauber machen. Versuche ich doch mal was. Aha. Das heißt, ich locke die Gobos hier hin, kletter hier drauf und dann sollte das funktionieren. What do you think about it? So. Na kommt. Okay. Okay, das sollte reichen. Das heißt, ab York Bam hier hoch. Wieso sind die mir nicht gefolgt? Wow. Manchmal muss ich auch lachen. Kommt ihr jetzt endlich? Ach, ihr macht auch so Kletterpartien. Und da bin ich mal gespannt, ob er hier hochkommt. Bisschen nach vorne noch gehen, vorsichtig mit gedrückter Shift-Taste. Und jetzt versuchen, Treffer zu landen. Süß. Oh, sorry, das war ein bisschen zu laut.
Miau. Hört sich ein bisschen an wie eine Katze, ne? Okay, da kommt noch einer nicht nach. Altes Entermesser. Gut, okay, das habe ich jetzt von hier oben alles gesehen. Die kann ich also Da von hier ist oben nicht zu holen. häuten, hätte ich beinahe gesagt. Da ist nicht zu holen. Okay, ist nichts zu holen bei den Gobos. Dann versuche ich den anderen nämlich auch nochmal auf die Art und Weise. Oder er bleibt da wieder. Also ich weiß nicht, in meinen Folgen gibt es immer diese Moonwalk-Gobos. Er kommt da nicht weg. Aber eine schöne Mucke im Hintergrund. Also eine Ambient. Ambient Sound. Mutti, Mutti, ich krieg Angst. Oh, ein Sockel. Ein Sockel. Was machen wir mit dem Sockel? Da muss man bestimmt was drauflegen. Ja, genau, das ist die falsche Seite. Womit denn? Aha. Das ist wieder mal eine schöne Forscherquest. Eine Forscherquest, in dem ich hier was drauflegen muss. Auf den Sockel, damit sich bestimmt was aktiviert. So, hier geht es natürlich nicht weiter, aber es könnte sein, dass sich hier was auf dem roten Sandfelsen verbirgt. Das wollen wir doch alle mal hier ausprobieren und erforschen. Und wenn es nichts Neues gibt. Oh, sorry. Ich dachte, ich springe über den Felsen rüber. Da ist die Festung. Ist hier auch noch was? Hier ist auch noch was. Ach ja, das waren ja die Leutchen da, deren Innos-Schrein da verloren gegangen ist. Bum, bum. So. Ach nee, das war ja die falsche Seite. Okay. Bin gespannt, wie ich hier runterkomme. Einige wissen garantiert, dass man mit Shift, gedrückter Shift-Taste über keinen Abgrund gehen kann, was auch clever ist. Nur, wenn ich falsch absteige, dann kann das sein, ja, wie hier eben, dass er zu weit ausholt und dann in den Abgrund driftet. Ja. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Wo ich als nächstes überhaupt hin muss. Ich bin jetzt über diese Brücke gegangen. So, hier war eh Sackgasse, ne? Also, die Insel ist ja kreisförmig angelegt. Und dadurch schafft es Roland nicht, die Orientierung zu gewinnen, weil durch das ewige im Kreis rumlaufen man hier langsam schwindelig wird. Ja, das meinte ich eben. Mit dem Absteigen von den Felsen. So, helft mir mal einer. Ist das alles gewesen? So. Ich glaube noch nicht. Das ist nämlich auch eine interessante Geschichte, weil da unten ist ein Riesenloch. Ein Riesenloch. Und da gibt es Wasser drin. Frage. Reinspringen, riskieren und hoffen, dass es da unten irgendwo weitergeht? Oder. Ja, ich mach's. Ich mach's. Ja, Risiko ist alles. Also, Acapulco. Oh, ich hab's überlebt. Okay, Wasserfall. Mist.
Mich deucht was. Irgendwie kenne ich das. Und vor Jahren. Lörkerchen. Mhm. Und da hinten bewegt sich auch noch was. Was mache ich denn als erstes? Naja, gehen wir mal hoch. Und schauen, ob wir den Lörker mal beeindrucken können. Mit was auch immer. Er hat mich ja schon wieder genatzt, beziehungsweise gerochen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Von derer Lörker, na super. Tja. Das ist natürlich kein Unterschied zu einem Athanos-Lörker. Bleibt mir also nur erstmal meine Fernkampfwaffe. Mhm, die bringt auch noch nicht so viel. Ah, shit. Hau doch mal ab. Ja, mit dem Bogen klappt das nicht so ganz. Ja, deswegen versuchen wir mal die andere Richtung. Ups, hier geht's wieder runter. Leute, das kenne ich noch gar nicht. Ich kenne so eine ähnliche Höhle. Ah, Gobos. Da sind aber jede Menge Zombies gewesen und Skelette. Ich dachte, das würde mir jetzt hier auch passieren. Doch. Lurker und Gobline. Oder Gobos. Le Goblin. Wieder Goblin-Piraten. Ich habe noch gar nicht in mein Logbuch geguckt. Wirst du wohl? Bin mal so angespannt. Wenn ich kämpfe. Das hört man auch im Hintergrund, dieses Klacken. Ja gut, okay, das ist halt eben noch so eine mechanische Tastatur. What do I eat the next? Oh, der Hesse wird sagen, Wurst. Ich esse jetzt meine Wurst. Haben wir jetzt auch gemacht. Vielleicht noch eine Wurst. Dazu ein bisschen Pilze. Und speichern. Habe ich dich eigentlich da schon... Da ist nicht ja. zu holen. Eine Waffe hast du auch nirgendwo liegen. Aha. Das ist eine Serpentine, die hier runterführt. Und zwar in eine schöne Grotte oder jedenfalls was Grottenhöhlen-ähnliches. Ja. Kommen Sie mal, Herr Goblin-Pirat. Aha. Sind nämlich richtig gut. Ach, er versteckt sich da, sucht sich einen anderen Weg. Nee, durch die Felswände kommst du nicht durch. Da ist noch was anderes gelaufen. Ich glaube, einen Minecrawler gesehen zu haben. Hauer. Das ist ja interessant hier. Aufregend. Spannend. Das ist nur ein Stein. Ich dachte irgendwie so ein Spinnenkokon. Man weiß ja nicht. Man weiß nicht, was hier... Ja, nee. Ist klar. Ein Condera Minecrawler. Okay. Der bleibt da auch hängen. Das ist mal schön. Okay, das war eben die Mauer. Gucken, vielleicht jetzt. Oh. Das kostet Pfeile. Das kostet echt Pfeile. Vielleicht kostet mir das Leben. Oh, geht doch. Oder nicht? Glück gehabt. Wow, das ist wieder ein schöner Bass im Hintergrund. Oh. Müsst ihr euch mal über Kopfhörer reinziehen. Das ist echt Urst. Urst dumpf. Ich liebe ja Bässe. Ein bisschen weitergehen. Ich habe noch ein bisschen Käse. Eine Fischsuppe. Ja.
Ja, ich bin jetzt so einer, der jetzt sehr viel speichert. Hier geht's noch weiter runter, ganz tief. Oh. Okay, hier ist ein altes Essen. Ja. Noch ein Intermesser. Ja. Ach, das ist das mit dem Wasserfall von eben. Also Leute, wenn ich es nicht besser wüsste, hat der 3D-Modeller wohl hier so eine Art Vulkan. Also es könnte ein Vulkan gewesen sein, ein alter Vulkankrater, durch die Erosion des Meeres ein bisschen so schroff gestaltet. Und da unten stehen schroffe Gobline. Gucken wir mal ins Logbuch. Griseldas wichtiger Auftrag. Heidelinde und Brosius. So, Piratengoblins. Da gibt es nichts Neues. Der verschwundene Innerschrein. Gut, das war oben auf dem Berchlen. Ja, okay. Und Maskas Frau. Und da bin ich gekommen. Ich gehe mal weiter. Das sind aber viele. Die wollen alle was von mir. Tja, das wäre schön, wenn ich weitermachen könnte an der Stelle. Doch die Zeit ist abgelaufen für die 41. Folge. Ja, schreibt euch mal was auf, ob ich mich jetzt ein bisschen besser verhalten habe, was meine Stimme angeht. Ne? Oder überhaupt, wie ihr das viel Spiel noch findet. Also ich finde es noch reichlich spannend. Also, wie schon gesagt, gebt mir einen Daumen. Und am Ende kommt noch ein neuer Link. In der Beschreibung ist der auch zu finden. Vielleicht sitzt bei einem einen oder anderen mal ein bisschen das Geld locker. Kann sein. Fühlt euch frei. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Tschüss und macht's gut.